Hey Leute, ich bin's Thjorven von gaming-schule.de und genau darum geht's heute in diesem Video, denn eigentlich heiße ich gar nicht Thjorven, sondern Marco. Thjorven war damals, ist auch heute noch mein Nickname, wenn ich gezockt habe, und als ich 2015 angefangen habe, gaming-schule.de aufzubauen, habe ich mich entschieden, als Thjorven aufzutreten. Das hatte damals auch eigentlich keinen besonderen Grund, also es war meine erste Website, wo ich auch persönlich auftreten wollte, mein Gesicht zeigen wollte. Und ich habe mich kurzerhand unüberlegt entschieden, einfach meinen Nickname hinzuschreiben. In den 6 Jahren, die es gaming-schule.de bereits gibt, schrieben mir auch einige wenige User mal, dass sie es etwas unehrlich finden, dass ich mich Thjorven nenne, obwohl ich Marco heiße. Dazu möchte ich kurz noch ein bisschen was sagen, denn Unehrlichkeit stand da nie in irgendeinem Fokus, sondern letztlich ist es einfach nur ein Pseudonym gewesen, und ob ich mich jetzt als Marco oder Thjorven vorstelle, ob auf der Seite oder hier auf YouTube, das macht ja für die Informationen und für die Person, als die ich auftrete, und die Testberichte eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Und vor allen Dingen stand ja auch mein echter Name in meinem Impressum. Also als Vorlage zur Verschleierung oder Unehrlichkeit hat mir der Name Thjorven auf jeden Fall nie gedient. Ja, so viel dazu. Aber seit einiger Zeit muss ich selber sagen, dass es mich ein bisschen stört, dass ich mich immer als Thjorven vorstelle. Denn gerade gamingschule.de ist mein absolutes Lieblings- und Herzensprojekt, und gamingschule ist in den letzten Jahren einfach so krass gewachsen. Und ich möchte mich in Zukunft als Marco darstellen und halt die Seite auch mit meinem echten Namen vertreten. Das Video dient also für die, die vielleicht jetzt ein altes Video von mir anschauen und denken, okay, der stellt sich hier als Thjorven vor und im neuen Video als Marco, was soll das? Also hier ist die Erklärung dafür. Und dann noch kurz dazu, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Monaten. Also ich habe ja schon einige Monate nichts mehr hochgeladen, das tut mir auch echt leid. Ich höre aber auf keinen Fall auf, überhaupt nicht, daran ist gar nichts zu denken. Ich hatte in den letzten Monaten einfach unglaublich viel zu tun, das unaufschiebbar war und abgehakt werden musste, und das meiste davon ist auch getan. Man sieht es vielleicht auch am neuen Background hier, also es hat sich bei mir einiges getan. Ich habe nebenbei auch eine neue Kamera gekauft, einen Gimbal gekauft, um die YouTube-Videos auf ein noch höheres Level zu bringen und einfach noch geileren Content zu liefern. Und noch ein paar andere Sachen. In jedem Fall habe ich natürlich in den letzten Monaten, war ich aber auch nicht untätig, so ist es nicht. Also es fehlte mir wirklich nur die Zeit, um die Testberichte, die Inhalte zu produzieren, Videos zu produzieren, Testberichte zu schreiben. Stühle getestet habe ich aber weiterhin. Also in den letzten Monaten ist ja noch mal einiges rausgekommen. Also was ich zum Beispiel hier zu Hause noch stehen habe, ist der Noble Chess Hero TX, der Noble Chess Epic Compact. Ich habe noch den HP Omen Citadel, der ja immer bekannter wird, ebenso wie den Razer Iskur. Den werde ich dann testen, wenn Razer es endlich mal geschafft hat, mir die neue Rücklehne zu schicken, denn der ist leider defekt angekommen und ich bin schon seit 3 oder 4 Wochen mit Razer in Kontakt, und bisher haben die es nicht geschafft, mir endlich zukommen zu lassen, was ich brauche, um den Stuhl zu benutzen und testen zu können. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch einen Nitro Concepts X1000 hier und auch noch den einen oder anderen weiteren Stuhl. Es kommen auf jeden Fall noch eine ganze Menge Testberichte, und was außerdem der Plan ist, ist, ich habe noch sehr viele alte Videos, die schon 5, 6 Jahre alt sind. Und in den letzten 5, 6 Jahren ist einfach unglaublich viel auf dem Markt passiert, auf dem Gamingstuhlmarkt. Also es ist so viel Neues dazugekommen, der hat sich so rasant weiterentwickelt, dass ich Stühle von früher heute vielleicht mit anderen Stühlen vergleichen würde. Also in jedem Falle finde ich, dass diese Videos ein Update vertragen können. Also ich mache viele von den alten Videos neu und mache zu neuen Stühlen noch neue Videos. Es kommt also noch eine ganze Menge, und ich hoffe, ihr bleibt dabei, seid gespannt und bis dann.